Das Jahr 2009 ist das Jahr der Linken geworden. Wir haben ein hervorragendes Ergebnis bei den Bundestagswahlen erzielt, 11,9%, 76 Abgeordnete, grandiose Ergebnisse im Saarland, in Thüringen, in Hessen wieder in den Landtag eingezogen. Wir haben die politische Landschaft verändert, Diskussionen in die Gesellschaft bringen können. Wir haben Mitglieder gewonnen. Ja, dieses Jahr war für uns ein erfolgreiches. Deswegen wünsche allen frohe Weihnachten, einen wunderbaren Jahreswechsel und vor allen Dingen Krafttanken für das neue Jahr. Das Jahr 2010 hat andere Herausforderungen. Mit unseren hervorragenden Ausgangspositionen wollen wir die soziale Opposition in der Gesellschaft sein. Sowohl in den Parlamenten, aber auch auf den Straßen und Plätzen. Es warten große Aufgaben auf uns. Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Natürlich, da müssen wir rein und wir werden dort reinkommen. Die schwarz-gelbe Regierung plant die weitere Umverteilung von unten nach oben, plant weitere Auslandseinsätze. Das wird unseren Widerstand hervorrufen. Die Linke wird die konsequente Kraft für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und für gleiche Zugangsbedingungen bei Bildung sein. Deshalb ein paar ruhige Tage, Kraft tanken, lächelnd und freudig zurückschauen und auf ein neues im Jahre 2010.